Herr Ingo Bayer von Morgenstern, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass wir Sie hier in Augsburg interviewen können. Zum Anfang will ich Sie bitten, sich kurz unseren Zuschauern vorzustellen. Ja, mache ich gerne. Ich habe 30 Jahre für McKinsey gearbeitet, war 30 Jahre bei McKinsey, zum Schluss als Senior Director in China, 10 Jahre in China und habe dort alle Segmente im chinesischen Markt beraten, von Staatsunternehmen, von Provinz- und Städteunternehmen, den privaten Unternehmen, den staatlichen verschiedenen Einheiten, wie zum Beispiel in der Vorbereitung des Fünfjahresplans und auch den internationalen Unternehmen. Sehr spannend. Wann sind Sie denn das erste Mal mit China in Kontakt gekommen? Das war ungefähr vor 13 Jahren, als ich mit der Familie nach China zog, um mich dann voll auf den chinesischen Markt zu konzentrieren. Kurz danach begann ich auch einen Lehrauftrag aufzunehmen an der Tsinghua-Universität. Die Tsinghua-Universität ist zusammen mit der Beijing University eine der zwei Super-Elite-Universities. Interessant, dass ein Großteil des Politbüros durch Tsinghua gegangen ist und heute Tsinghua-Alums sind. Wie hat sich denn das Land, seitdem Sie das erste Mal in Kontakt gekommen sind, entwickelt? Das kann man sehr gut an zwei verschiedenen Segmenten sehen. Einerseits, wie sich die Studenten entwickelt haben. Ich erinnere noch, vor 13 Jahren saß ich chinesischen Studenten gegenüber, die wenig Englisch sprachen, die nicht gewohnt waren zu präsentieren, nicht gewohnt waren im Team zu arbeiten. Das hat sich heute komplett geändert. Sie sehen heute keinen Unterschied, ob Sie in Harvard, Stanford oder Tsinghua sind. Sie sehen es aber auch bei den Unternehmen. Vor 13 Jahren waren die chinesischen Unternehmen noch sehr staatsorientiert, sehr verschlossen, aber auch schon sehr wissbegierig. Wenn Sie heute für ein privates, führendes chinesisches Unternehmen arbeiten, denken Sie, Sie könnten genauso an der Westküste arbeiten, von den Gebäuden, von der Internationalität des Managements. Nichts hat sich so schnell, so stark verändert in den letzten 10, 15 Jahren wie China. Außerhalb der Lehre, was haben Sie noch in China wahrgenommen? Also können Sie vielleicht noch ein bisschen detaillierter auf die Industrien eingehen, die Sie beraten haben zum Beispiel? Also was mich fasziniert in China, sind die unterschiedlichen Phasen der Innovation. Als wir nach China kamen, war doch noch sehr stark der Fokus auf Kopieren. Da wurden die Hochgeschwindigkeitszüge von Siemens wurden gerne im Detail auseinandergenommen, analysiert und nachgebaut und vieles andere mehr. Also nicht nur die Nike-Schuhe, sondern durchaus gerade die Technologiebereiche. Das hat sich schon viel früher geändert, als wir das in Europa wahrgenommen haben. Der nächste Schritt der Innovation war der Eingang der Chinesen oder der Aufbau der Chinesen der Massenmärkte. Ein Massenmarkt hat ganz andere Anforderungen als die High-End-Märkte, die wir in Europa und USA vor Augen haben. Sie sind nämlich nicht nur technologiegetrieben, sondern sie sind vor allen Dingen kundengetrieben. Also ein Produkt herzustellen, was 30-50% weniger Kosten hat, aber dennoch viel besser auf die Bedürfnisse der breiten Massen zugeschnitten sind, war tatsächlich eine große Kunst. Und das beherrschen heute die Chinesen viel besser als der Rest der Welt. Heute sehen wir die dritte Phase der Innovation, die ich besonders spannend finde. Wir bezeichnen es als Leapfrogging, also Quantensprünge, wo die Chinesen verstehen, dass sie die großen, sehr kapitalintensiven Industrien nicht kopieren, nicht mehr aufholen können, sondern sie suchen ganz nach neuen Technologien, um in der Welt sich zu positionieren. Was sind da Beispiele dafür? Na, nehmen Sie ein sehr prominentes Beispiel, die Fahrzeugindustrie. Die Chinesen haben bald erkannt, dass sie keine Chance haben, gerade gegen die europäische, gerade gegen die deutsche Industrie, die Dieseltechnologie, die Benzinertechnologie aufzuholen. Aber sie sehen eine Chance, sofort in die Weltmarktführerschaft der Electric Vehicle zu springen. Und deswegen setzt China voll auf Elektromobilität?
Das ist einer der Gründe, dass China voll auf Elektromobilität setzt. Natürlich ist es auch die Frage des Umweltschutzes, der doch heute sehr stark in den Vordergrund in China mitgerät. Sie können im Grunde genommen in sehr vielen Industrien dieses Leapfrogging beobachten. Nehmen Sie Consumer Electronics, ja, die deutschen Mediamärkte, Saturn-Märkte. China hätte gar keine Chance, diese eine hinreichende Anzahl von Consumer Electronics Stores aufzubauen. Das Land ist viel zu groß dafür, also ist man sofort auf E-Commerce gesprungen. Und der E-Commerce-Markt ist, wir wissen heute, größer als die 5 größten anderen Weltnationen zusammen. Sie können das in der digitalen Telefonie sehen, Sie können das in praktisch jedem der Gebiete sehen, wo die Chinesen, wir sagen gerne mal, versuchen outsmarten. Also ein hochinnovativer Ansatz, den heute Chinesen verfolgen. Können Sie vielleicht noch was zum Konsumermarkt, also zum E-Commerce-Markt in China sagen? Wer sind da die großen Player? Nun, wir haben 3 große Internet-Player. Baidu, Tencent und Alibaba. An denen kommt man nicht vorbei. Diese Unternehmen haben heute eine Finanzstärke, dass jedes neue Internetunternehmen, was entsteht, entweder sofort eingesogen wird, die Technologien dann doch übernommen werden oder gekauft werden, sodass sie an diesen 3 Unternehmen, wie ich sagte, nicht vorbeikommen. Man muss natürlich auch wissen, dass diese 3 Unternehmen eine sehr, sehr enge Beziehung auch haben zum Staat, zur politischen Partei, dort schon auch abgestimmt arbeiten. Dass auch natürlich die internationalen, also gerade die amerikanischen Internetunternehmen, sich sehr, sehr schwer tun in China, Google zum Beispiel, Amazon zum Beispiel, sodass wir hier von einem wirklich sehr, sehr speziellen Markt, allerdings einem extrem attraktiven Markt, gerade für diese 3 großen chinesischen Spieler sprechen. Danke für diesen Einblick in das chinesische Internet. Wie sehen Sie denn die Zukunftsaussichten für China auch im Vergleich zu Europa und den USA? Eine gute Frage. China hat jetzt die letzten 20 Jahre ein fabulöses Wachstum hingelegt. Auch heute liegen die Wachstumsraten noch bei 6,5% GDP. Das heißt, China addiert jedes Jahr ein Australien. China addiert jedes Jahr ein Australien. Und wächst weiter, das absolute Wachstum verläuft wie an der geraden Linie gezogen. Wenn wir in Deutschland von sich abflachendem Wachstum reden, dann reden wir vom prozentualen Wachstum, was natürlich durch die größere Basis kleiner wird. Wie geht es weiter? Ich bin überzeugt, China wird sich in fabulöser Weise weiterentwickeln, wird in den nächsten 10 Jahren Weltmarktführer werden, gemessen im GDP. Zunächst werden wir eine deutliche Erholung gerade des Kapitalmarktes sehen durch eine Einigung zwischen Präsident Xi und Präsident Trump, die aus meiner Sicht sicher dieses Jahr kommen wird. Die nächste große Wachstumsphase werden wir dann sehen durch das China-interne Wachstum. Das GDP pro Kopf in China sind nur ungefähr 15% von dem GDP pro Kopf in Amerika. Bei einer Bevölkerung von fast 1,4 Milliarden bedeutet das ein gigantisches Wachstum, ein gigantisches Wachstumpotenzial. Sie können überspitzt sagen, China braucht für die nächste große Wachstumswelle, um die Amerikaner zu überholen, nicht das Ausland. Also der internationale Trade ist sehr wichtig und gut, aber das Wachstum kommt aus dem Landesinneren. Die dritte große Wachstumswelle, die wird heute von den Chinesen sehr strategisch angelegt. Das ist nämlich die verschiedenen Seidenstraßen. Die Seidenstraßen erschließen ca. 69 Länder der Welt und ungefähr 40% des Weltbruttosozialproduktes. Sehr geschickt finden die chinesische Regierung Finanzierungsmöglichkeiten für die Länder, um Häfen, Freihandelszonen, Krankenhäuser, Straßen, Hochgeschwindigkeitszugsverbindungen, Flughäfen zu bauen und sichern sich damit extrem geschickt einen proprietären Zugang zu diesen Ländern. Und die Amerikaner schauen zu. Sie beschäftigen sich mit der Mauer nach Mexiko und die Europäer beschäftigen sich eigentlich alle Länder mit sich selbst und innerhalb der Länder die Parteien mit sich selbst.
sodass die Chinesen im Grunde genommen heute freie Fahrt haben, ihr Wirtschaftsterritorium über die nächsten 10 bis 15, 20 Jahre deutlich zu erweitern. Können wir bei dem Punkt Seidenstraße vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen und auch vielleicht mal konkret die Seidenstraße beispielsweise nach Europa ein bisschen vertiefen? Ja, sehr gerne. Die Europa hatte ja immer, die Chinesen hatten ja immer in der Beziehung zu Europa eine etwas schwierige Diskussion. Es wurden Unternehmen, Roboterunternehmen, es wurden Autounternehmen in Schweden gekauft. Und immer gab es einen großen politischen Aufschrei, die Chinesen kaufen unsere Wirtschaft. Das haben sie längst verstanden. Chinesen im Übrigen ist ein hochintelligentes Volk, bei dem nichts zufällig geschieht. Man hat sich jetzt für einen Weg entschlossen, dass man sagt, wir gehen nicht den direkten Weg über die Akquisition von Firmen allein. Natürlich wird das fortgesetzt, gerade von bestimmten Kerntechnologien. Sondern wir bauen unsere eigene Plattform in den Ländern. Und wir sehen, der erste Vertrag mit Italien wurde bereits geschlossen. Wir schaffen die Infrastruktur und die Handelszonen, die uns morgen erlauben, sehr große Geschäfte in Europa zu machen. Es ist also eine sehr smarte Expansion, die nicht platt nur über Akquisitionen läuft. Sie sind ja auch Investor in China, aus Investorenperspektive. Welche Industrien finden Sie da besonders interessant? Ja, wir sprechen immer von zwei Chinas, dem alten China und dem neuen China. Und die Summe des Alten und des Neuen führt, etwas vereinfacht dargestellt, zu einem GDP-Wachstum von 6,5%. Was sind die traditionellen Industrien? Das ist Kohle, Stahle, Fabrik, das sind die Staatsunternehmen, das sind die Banken zum Teil, weil sie so sehr stark reguliert sind, zumindest aus Investorensicht nicht ein besonders attraktives Segment. Was ist das neue China? Das neue China sind die Zukunftsindustrien. Industrien, die bereits als Industriewachstum ein Wachstum von mindestens 15% haben. Das ist der gesamte Healthcare-Bereich, Pharma-Bereich, Elderly Care, das gesamte Gesundheitswesen. Das ist die gesamte E-Vehicle. 50% der Welt-E-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge kommen bereits aus China. Das ist der gesamte Bereich E-Commerce natürlich, Distribution, der gesamte Bereich Ausbildung. Also alle Bereiche, die China braucht, um von heute in die Weltmarktführerschaft zu kommen. Welche Rolle spielt der Staat bei der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung in China? Staat spielt schon eine große Rolle. Der Staat möchte, hat ja auch Präsident Xi gesagt, in allen Kernzukunftstechnologien Weltmarktführer sein. Der Staat schaut schon auch, welche Unternehmen aus seiner Sicht werden das in Zukunft sein. Und es ist schon so, dass der Staat diesen Unternehmen, ich sag mal, keine Steine in den Weg legt. Im Gegenteil, auch dort eine engere Kooperation zwischen Staat und diesen Unternehmen, die zukünftige Weltmarktführerschaft übernehmen sollen. Man darf allerdings nicht vergessen, der Kampf der chinesischen Unternehmen untereinander ist brutal. Also es ist der Wolfskampf, nur der Stärkste überlebt. Bei diesem Wolfskampf, beispielsweise in der Automobilindustrie oder in der chinesischen E-Mobilitätsindustrie, wer kämpft da gegeneinander? Also zunächst gibt es hunderte von Unternehmen in China, die in diesem Bereich E-Mobility beginnen. Irrsinnig viele Startups, aber auch sehr große Unternehmen, etablierte Unternehmen in diesen E-Vehicle-Bereich einkommen. Jede Provinz hat seine eigenen Unternehmen, manchmal sogar jede größere Stadt ihr eigenes, was sie fördern. Diese Unternehmen kämpfen in der ersten Phase alle gegeneinander. Und es ist erstaunlich, diese Unternehmen haben häufig nicht die ausländischen Unternehmen, gegen die sie kämpfen, sondern vor allen Dingen die anderen chinesischen Unternehmen. Was dann passiert, ist, dass in jeder Provinz
ein chinesisches Unternehmen entsteht, was sozusagen die Provinz gewonnen hat, die größten Venture Capital Gelder kriegt, dann auch den größten Zuspruch des Staates erhält, sodass auf einer chinesischen Ebene häufig noch 5, 6 solche Unternehmen gegeneinander kämpfen. Da sind wir heute. Mittelfristig dann stellt sich heraus, wer das beste und das zweitbeste Unternehmen wird. Und diese Unternehmen werden dann unterstützt und diese Unternehmen treten dann den Marsch zur Weltmarktführerschaft an. Sehr spannend. Vielen Dank für den ersten Teil unseres Interviews. Im zweiten Teil werden wir darauf eingehen, wie Sie Champions in China suchen. Danke sehr.